Liebe Zuschauer, die sich auf meinem Kanal verirrt haben, ich begrüße euch zu einer kleinen Runde von FIFA Mobile mit mir, dem Mr. Mangobar. Ja, letzte Folge haben wir unsere ersten Spiele gemacht und auch schon eine Umstellung vorgenommen. Wir haben übrigens Haaland und deshalb, weil wir auch Reina haben und noch einen anderen Kreis mit Stürmer, haben wir jetzt ein Zwei-Stürmer-System gemacht. Und ja, jetzt ganz solide aufgestellt. Ich hoffe, wir bekommen mal ein paar bessere Innenverteidiger. Und vor allem einen Torwart. Dann wäre ich auch schon glücklich. Und ja, es geht weiter. Ich habe, glaube ich, ein paar Sachen abgeschlossen. Oder eben nicht. Tausche einen Spieler deiner Aufstellung. Mhm. Abruf. Das habe ich gemacht. Was ist hier zu erledigen? Schließe das Anfangskapitel der Akademie ab. Ja, machen wir mal. Gut, hier haben wir schon plus 60 Spieler bekommen irgendwie so. Den habe ich glaube auch schon aufgestellt. Und jetzt müssen wir 1 gegen 1 machen. Trainieren. Also das Video wird diesmal auf jeden Fall kürzer sein als beim letzten Mal. Da ging es ja schon irgendwie 26 Minuten oder so. Ziele Tor gegen den Torwart, um zu gewinnen. Warum kann ich nicht schießen? Ah, danke. Weil mir Moda gar nicht gesagt, dass ich jetzt tippen muss oder streichen muss, um zu schießen, weil eigentlich gibt es da auch einen Button. Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Schade. Gut. Das Level 2 erreicht. Mhm. Toll. Das freut mich aber. So, jetzt kriegen wir wieder einen Silberspieler, hoffentlich einen Torwart oder einen Innenverteidiger. Wir spielen ja jetzt ein Spiel, oder? Hoffentlich. Okay, streichen muss ich jetzt machen, okay. Gut, wahrscheinlich, na, ich denke mal so ein 62er Spieler bekommen wir. 61. Rechtes Mittelfeld, da guter. Mhm. Wir hatten übrigens noch keinen rechten Mittelfeldspieler. Kann ich hier mal zusagen. Wir haben nämlich einen Offensiven. Aber der ist halt so gut, deshalb würde ich den drin lassen. Gut. Richtig. Machen wir mal weiter. Leicht. Knallerkiste. Was muss ich hier machen? Könnt ihr mir vielleicht mal kurz erklären, bevor es losgeht? Wische zum Schießen und trifft die farbige Kiste für einen wahren Punkteregen. Ist das zu leicht? Jep. Das war vielleicht ein bisschen zu... Hä? Okay, dann mache ich halt stärker. Gut. Ja. Toll. Sehr interessant, das Spiel. Aber wir müssen ja erstmal so die Akademie abschließen. So, habe ich jetzt was bekommen, nicht? So, ein Skillspiel. Also, wir bekommen Skillboosts. Sind 2 Silberspieler, glaube ich sogar. Ja, wir sind stärker als die Gegner, fangen in der zweiten Hälfte an. Also nicht von vorne. So. Dann geht's los. Das ist unsere Aufstellung. Richtig krass. Hier kenne ich keinen. Aber das ist ja auch kein Wunder. Ey, willst du mich verarschen? Ey. Warum darf ich denn jetzt nicht mehr schießen? Oh, das muss ich jetzt komplett doof spielen. Ja, Haaland schießt ein Tor. Wartet mal kurz. Ich hoffe, jetzt wird es nicht allzu laut. So, ich hoffe, ihr hört mich noch. Ich überspringe das mal.
So kann ich das besser machen. Ah, ich wollte einen schönen Weitschuss-Tor machen. Der Haaland sieht schon ein bisschen so aus, ne? Hey, manchmal machen die das so automatisch. Also manchmal, also du kannst ja auch die automatisch spielen lassen. Will ich aber nicht. Ich fand's halt doof, dass jetzt die Button wechseln. Warum haben die mir das dann beigebracht, wenn ich die nicht mehr brauche? Ah, krasser Typ, der Torwart. Toll. Ich habe geflankt und der hat auf automatisch gewechselt. Direkt da. Und deshalb konnte ich nicht schießen. Kann man das ausstellen? Konsti, sag mal, wo man das ausstellen kann. Weil das sieht man, wenn die Pfeile gelb werden hier über dem, dass der dann automatisch spielt einfach. Man kann ja auch keinen Spielerwechsel-Button. Kann man das. Die wechseln hier jetzt auch automatisch. Das finde ich jetzt nicht so unbedingt schlimm. Weil die das eigentlich ganz gut machen. Den Spieler wechseln. Aber ich finde es halt dumm, dass das manchmal automatisch gewechselt wird. Hey, warum sprintet er jetzt nicht? Naja. Okay. Das ist halt auch dumm, du brauchst halt eine Zeit zum Wischen. Du brauchst eine Zeit zum Wischen. Und dann in der Zeit hat der Torwart ist der schon rausgelaufen. Das ist halt ein bisschen dumm. Kann sein, dass ich mich gerade nicht verstanden habe, weil das, glaube ich, ein bisschen lauter gerade war. Ich weiß nicht. Weil manchmal hatte ich auch in meinen Videos, dass so der Ton so manchmal hoch und runter ging. Es kann jetzt sein, dass er ziemlich lange hoch war. Aber ich habe jetzt auch nichts Wichtiges gesagt. So, was bekommen wir? Na, Linksverteidiger. Ich brauche in meinem System keinen Linksverteidiger. Ein Stürmer und ein Linksverteidiger. Ach man. Wie unglücklich kann man sein? Du hast einen Skillboost erhalten. Mit Skillboost kannst du die Werte mehrerer Spieler verbessern. Alle Spieler, die den gleichen Skillboost haben, erhalten Werteboni, wenn das Level des Skillboosts steigt. Unter meinem Team mit Skillboost kannst du mehr fahren und dein Level verbessern. Wo ist denn mein Team? Du hast die Skillboosts freigeschaltet. Skillboosts steigern die Werte und den Guess-Wert deiner Spieler. Skillboosts. Hier findest du alle Skillboosts. Tippe einfach ein Skillboost aus der Liste an und mehr darüber zu erfahren. Abschluss. Steigern den Guess-Wert und 5 bestimmte Werte deines Spielers. Von diesem Skillboost können mehrere Spieler profitieren. Ja. Genau. Machen wir das mal. Ganz toll machen wir das hier. Kapitän, der ist Kapitän. Nein. Den booste ich nicht. Na vielleicht, wenn das jetzt Level 1 ist und dann einer hinzukommt, dann. Ah, machen wir trotzdem. Also da kommt, wenn dann welche hinzukommen, dann ist das ja trotzdem dabei. Jetzt bin ich Level 3 sogar schon. Beweglichkeit. Der Schmiedi, der braucht das eh nicht. So. Kann ich hier irgendwas wechseln? Formationen. Vielleicht die hier? Ja. Die ist ganz gut. Jetzt Stürmer. Weil dann könnte ich. Dann tausche ich den mal gegen einen Linksverteidiger.
Passt das? Ja. Habe ich einen Rechtsverteidiger? Ja, aber das ist nicht so gut. Ist besser so? Ja, das mal so. Was ist denn jetzt? Was habe ich noch zu tun? Hier war ein Ausrufezeichen. Naja, egal. Machen wir mal weiter. Anfängermodus. Aha. Kistenformen. Wir bekommen da hinten einen 70 plus, also dann hoffentlich mal einen Innenverteidiger oder sowas. Wische zum Schießen und schmeißt die Kisten um zu punkten. Triff farbige Kisten, um Bonuspunkte zu erhalten. Ich hab die doch getroffen. Genau durch. Krass. Einfach genau durch die Lücke. Gut, zum Glück war es leicht. So, was müssen wir hier machen? Aufgabe abgeschlossen. Figurenrennen. Ein Rennen. Ein Rennen. Ich hoffe, ich kann dann auch irgendwie in so einer Liga spielen. Dribbelrennen. Erreiche mit dem virtuellen Stick vor deinem Gegner die Ziellinie. Wo ist mein Gegner? Ja, wo ist denn mein Gegner? Das Ding ist mein Gegner. Ups. Ich habe Sprint gedrückt, aber er sprintet nicht. Ganz toll. So, jetzt wird's besser. Und ich bin durch. Na, ich bin am Ziel vorbei, aber sowieso vor ihm da. Super. Also so leicht war das jetzt auch nicht. Trainingspunkte, da kann ich glaube ich Spieler dann leveln. Gut, dann machen wir weiter. So. Krass, wir bekommen einen Verteidiger. Genau das, was ich brauche. Aber jetzt erstmal ein Goldspieler. Wir müssen ein Spiel machen. Und weil das ja 90 Minuten geht, wird danach das Video beendet von mir. Wäre gut, wenn es ein Torwart jetzt wäre, den wir bekommen. Gabia, den kenne ich auch. Ein Verteidiger bei Milan, genau. Eher noch so ein jüngeres Talent. Genau. Oh, glaube ich jetzt wieder? Nein. Also ich muss kurz Pause machen. So, und jetzt geht's weiter. Ich finde das ein bisschen doof. Ah, schade. Müssen wir das Spiel gewinnen oder einfach nur nicht verlieren? Das frage ich, denke ich muss gewinnen. Ey, wie unlucky. Oh, der arme Junge. Der wollte gerade ein Tor schießen, aber... Dann macht's jetzt hart, Haaland. Der sieht schon ein bisschen aus, ist wenigstens blond. Warum hat er die 17 als Rückennummer? Reina spielt auch, also Dortmund-Sturm hier am Start. Das brauchen wir nur noch Malen und vielleicht Reus. Hummels würde mir ganz gut tun. Reina, richtig schönes Tor. Ey, warum wurde das jetzt übersprungen? Oh, gut abgefangener Ball. Ah, Mist. Aber coole Flanke. Auf jeden Fall. Konzi, du hast mir noch gar nicht geschrieben, ob du FIFA spielst oder ob du überhaupt ein Fußballspiel
spielst, also bis auf FIFA Mobile. Oder vielleicht PES. Also was da so deins ist. Also FIFA spiele ich nicht mehr. FIFA 21 habe ich nur so gratis dazu bekommen, weil ich mir eine PlayStation gekauft habe und da spiele ich jetzt eigentlich sowieso nur Volta, weil dieser Volta-Modus, so Straßenfußball ähnlich, den finde ich eigentlich ganz cool. Aber so Karrieremodus, das, was ich eigentlich spielen will, ist halt doof. In dem FIFA, weil sich nichts ändert. Das finde ich schade. Knapp. Ach ja. Aber 200 ist schon gut, die sind ja ähnlich stark wie ich. Wische zu den offenen Torbereichen. Naja, da war ja nichts offen. Hamilton heißt der. Vielleicht gibt es ja einen Verein, der so heißt. Könnte ich mir theoretisch, kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass es so einen Verein gibt. Ja, das ist nicht gut. Muss mein Torwart mal ran? Das war aber ein Ball von ihm, also ja, Abstoß. Also mein Torwart muss noch nie was machen. Ach so, wir sind ja die. Ja, wir sind die Orangen. Das ist eigentlich ein bisschen komisch, weil Hamilton ist ja eigentlich eher so orange und wir sind ja eigentlich dunkel. Waren wir im letzten Spiel ja auch. Ja, da habe ich gerade getippt zur Flanke, aber er hat nicht geflankt. Und jetzt haben sie wieder automatisch gewechselt. Ich glaube, das ist, wenn ich hier diesen Stick in der Mitte lasse. Oh, das war ein Fehlpass. Wenn ich hier diesen Stick zum Laufen in der Mitte lasse, dann spielen die automatisch. Glaube ich. Ah, Lupfer. Wollte ich mal probieren. Ah, schade. Haben wir nicht geschafft. Ja, da solltest du nicht hinspielen. Ja, ich wollte nur einen Fernschuss machen. Ich stehe ja nicht unter Zeitdruck oder so. Die stehen aber ein bisschen unter Zeitdruck. Ah, Flanken, die dauern halt immer zu lange. Ich wisch doch irgendwie nach links. Ich wisch ja eigentlich gar nicht geradeaus. Naja. Da wollte ich jetzt gerade so einen Schlenzer machen. Wie im letzten Video. Ich glaube, der Dings hat das damals gemacht, der Schmidt hat diesen Schlenzer gemacht. Ach ja, ich hoffe, ich kann bald wieder die Dings benutzen, die Knöpfe. Da muss ich das nicht so komisch halten. Das Handy. Naja. Gut, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video? Nochmal kurz das Pack öffnen. Nein, Rechtsverteidiger. William. Ich glaube, der ist sowieso immer nur verletzt eigentlich. Ich will es selber machen, upgraden. Haben die den jetzt ernsthaft? Gut, haben sie gemacht. So. Dann so. Tauschen. Ich hätte doch ein ZM hier. Strahlen. Warte mal, habe ich einen Offensiven noch? Ah, ja, genau. Richtig. Und der hier raus. So war das okay. Obwohl, machen wir mal lieber so. William ist. Was machen die? Tauschen. Ja, man könnte sogar den linken Mittelfeld hier vielleicht reinmachen. Obwohl der ist jetzt nicht unbedingt viel besser. Das lasse ich das jetzt mal. Gut.
Ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, ob das so sinnvoll ist, eigentlich alle Positionen so zu besetzen oder ob man ruhig auch mal den Stürmer als Linksverteidiger auflaufen lassen kann. Ja, das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über eine positive Bewertung und wie gesagt Feedback freuen. Und dann hoffe ich, dass ihr bei meinem nächsten Video wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.